Hallo liebe PUF-Mitglieder, ich wollte euch ein kleines Update geben zum Mock-Meet und euch noch einige Informationen mitgeben. Erstmal freuen wir uns natürlich über die ganzen Teilnehmer. Ich hoffe, ihr habt auch schon die Teilnehmerliste gesehen, beziehungsweise auch schon den Ablauf an dem schwarzen Board. Ist auf jeden Fall vorne an der Theke. Ansonsten zu den ganzen Corona-Maßnahmen, natürlich wird hier weiterhin die 3G-Regelung bleiben. Und wir haben auch das Fitnessstudio natürlich trotzdem begrenzt auf 65 Personen, da ändert sich gar nichts. Für Externe ist es dann natürlich so, falls auch ihr irgendwie eure PartnerInnen irgendwie mitnehmen wollt oder irgendwelche FreundInnen, dann könnt ihr natürlich auch gerne, und die müssten dann ein Kontaktformular ausfüllen. Und ansonsten gilt natürlich Maskenpflicht auch weiterhin für alle und auch für die Zuschauer. Das heißt, aber auch für die Mitglieder, dass ihr quasi, wenn ihr eben teilnimmt, die Maske dann quasi auch runternehmen könnt. Ihr habt ja dann auch eure eigenen Bereiche, wo ihr da euch dann auch aufwärmen und warm machen könnt. Dieser Bereich, wo ich gerade auch stehe, wird dann sozusagen auch gesperrt sein für die Teilnehmer. Die Racks da hinten könnt ihr natürlich weiterhin benutzen, für diejenigen, die jetzt da nicht teilnehmen wollen. Und es wird auch ganz normaler Betrieb sein. Ansonsten bitte kommt nicht, wenn ihr Symptome merken solltet, wenn ihr euch irgendwie schlecht fühlt. Bleibt bitte dann einfach zu Hause. Und genau, ich denke, das waren jetzt so alle wichtigen Informationen. Und ich würde sagen, wir kommen auch gleich schon zu den Regeln für die Teilnehmer. Ist jetzt natürlich auch sehr interessant, auf was ihr achten müsst. Wir haben natürlich bei der Kniebeuge ganz normaler Kommando. Wenn ihr quasi startet, dann werde ich dann noch Kampfrichter sein und eben sagen Start. Das ist dann das Signal und ihr müsst dann mit der Hüfte unterhalb der Knie sein, dann ist die auch tief genug. Und wenn ihr oben seid, kurz warten, bis ich ablegen sage und dann seid ihr quasi mit dem ersten Versuch oder mit der Wiederholung quasi durch. Ansonsten zum Bankdrücken, da ist es auch so, ihr hebt einmal raus, wartet auf mein Kommando, ich sage Start. Ihr berührt einmal kurz die Brust und wenn ich Press sage, drückt ihr einmal nach oben, auch hier oben kurz halten. Und wenn ich wieder ablegen sage, könnt ihr die Stange wieder einlegen. Dann noch zum Kreuzheben, da ist dann immer viel. Ihr fangt einfach an zum Heben, oben kurz halten die Stange, bis ich absage und unten dann kontrolliert die Stange ablegen. Genau, das sind so die wichtigsten Kriterien. Es gibt natürlich noch einige speziellere Punkte, aber da, wenn ihr nochmal diesbezüglich Fragen habt, könnt ihr natürlich sehr gerne hier vorbeikommen zu uns im Gym. Oder falls ihr auch so allgemein noch irgendwie Fragen habt zu dem ganzen Organisatorischen. Wir werden auch am Schluss bzw. mittendrin ein bisschen was an Essen organisieren. Wir freuen uns natürlich, wenn einige von euch irgendwie Kuchen oder andere Kleinigkeiten mitbringen würden. Gebt uns da am besten auch Bescheid, falls ihr irgendwie ja, so in dem Sinne auch irgendwo spenden wollt. Und wir freuen uns natürlich auf die ganzen Zuschauer und auf die Teilnehmer.